Seid mir grüßt, meine Pokefreunde. Hier ist wieder der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Opening. Heute ist Freitag, aber kein Vintage-Freitag. Naja, fast. Wir öffnen ein altes Sonne-Mond-Set. Ich zeige euch mal den Blister, den wir heute öffnen. Es ist dieser Blister mit Sturmfirmament und einem Booster Stunde der Wächter. Zwei schon relativ alte Sonne-Mond-Sets. Ich kann nicht immer Vintage öffnen, weil dann habe ich bald nichts mehr und das wäre schade. Ich hoffe, es ist ja trotzdem am Start. Und es ist ja Freitag, die Woche ist rum. Alle kommen bald ins Wochenende. Vielleicht seid ihr schon am Wochenende. Und dann ist die Stimmung ja eh ein bisschen besser. So. Müll. So. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal was von den Sets geöffnet? Ich weiß ja, der eine oder andere hat erst mit Schwert und Schild angefangen zu sammeln oder vielleicht auch früher oder später. Hier gibt es ein paar coole Karten drin. Ich meine, im Sturmfirmament gab es Rayquaza GX. Richtig coole Karte. Habe ich damals auf dem Pre-Release in Rainbow gezogen. Das war nice. Und Sturmfirmament ist. Sturmfirmament und Stunde der Wächter gibt es natürlich Karpufala GX. Auch eine coole Karte. Die mir noch in Full Art und Rainbow fehlt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten ist der Blister natürlich auch schon relativ alt. Ich glaube, die Blister kriegt man auch so wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig zu kriegen. Oh, wow, sind die gedamaged hier. Zum Glück ist nur der Code so übelst gedamaged. Den hau ich euch mal raus hier. Kriegt den Karpufala. Gönnt euch. Und dieses Karpufala kriegt ihr dann sogar. Mit Psywelle und magischer Austausch. Das war, glaube ich, schon eine Zeit lang gut spielbar. So. Ja, drei Booster. Ich würde sagen, wir beginnen mit Muramura, gehen rüber zu Kapuriki und dann Rayquaza. Das ist cool, das ist der Booster, oder? Schönes Artwork. Das ist dann der dritte Blister hintereinander jetzt öffnen. Wir haben ja schon am Dienstag einen 3-Pack Blister aus Flamme Finsternis geöffnet und auch am Dienstag. Und am Sonntag gab es ja auch einen 3-Pack Blister aus Flamme Finsternis im Poketopolen Battle. Beides mal oben rechts mit verlinkt, falls ihr mal reinschauen wollt und nicht gesehen habt. Wir starten mit der Unlichtenergie. Ungewohnt, dass die alten Sonne-Mond-Energie wieder da sind. Vor allem die alten, das sind die ganz alten, die noch vor Sonne-Mond 9 rauskamen. Die hat man heutzutage gar nicht mehr so oft. Also gut, die SM1 Booster und so. Ja gut, doch schon. Vergesst, was ich gesagt habe. Tropius, oh, der Wanderer. Energieumschalter. Flurmel. Tuska. Ein Libiskus. Gekabor. Eneko. Latios Prisma. Oh, eine Prisma-Karte. Nice. Habe ich lange keine mehr gezogen, glaube ich. Boah, cool. Immerhin Hit. Und dahinter ein Makago. Das war gut spielbar früher. Mit Samstes Gleiten einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du dein Deck nach einer Karte durchsuchen, dein Deck mischen und anschließend jene Karte auf dein Deck legen. Dann kann man nämlich dann quasi sich bestimmen, was man als nächstes zieht. Und das war ganz gut spielbar eine Zeit lang. Und natürlich das wunderschöne Latias im Prisma. Auch sehr cool. Mit dem traumhaften Nebel. Lege eine Basis-Energiekarte von deinem Ablagestapel an jedes Drachen-Basis-Pokémon auf deiner Bank ab. An. Gar nicht so schlecht. Habe ich eigentlich die Coin gezeigt? Weiß ich gar nicht. Das ist eine Kyogre-Coin. Das Licht steht ein bisschen doof dafür. Weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Gute Frage. Weiter geht's mit dem guten Kapuriki aus Stunde der Wächter. Auch ein tolles Set. Die Facecam steht mir so ungewohnt, deswegen gucke ich immer noch da, obwohl die eigentlich da ist. Der nächste guckt jetzt nochmal an euch raus. Ich schätze, wir haben Elektroenergie. Kampf, okay. Mashok. Die Energieaufbereitung. Lamos. Datiri. Lilminip. Tarnhill. Alola Vulpix. Oh, traumhaftes Artwork mit Lichtsignal. Auch das war eine Zeit lang gut spielbar. Flakemon. Reißlaus als Weavers und die Rares ein Tromborg. Das war das klassische Nix. Aber ein Booster haben wir noch. Wünscht mir ein bisschen Glück. Hier der gute Rayquaza Booster. Richtig cooles Artwork, das Rayquaza auf jeden Fall. Wie gesagt, der Code für euch. Einmal Sonne, Mond, Sturm am Firmament. Gönnt euch. Wenn ihr es gut sieht, lasst mich gerne wissen. Wenn nicht, dann halt nicht. Vier Karten hier nach vorne. Wasserenergie. Fee. Oh, Fee. Lebenskräuter. Der Himmelturm. Quirtle.
Bummels, Fritzelblitz, Samurzel, Wingul, Spoink, Bummels als Reverse und die Rare ist ein Karawumps. Schade, nichts. Der Blister war echt nicht so gut. Immer eine Prismakarte, aber sonst war der etwas traurig. Mit dem Latias. Naja, machst du nix. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich am Montag, wenn nichts anderes passiert. Ich weiß es noch nicht. Ah ne, Sonntag. Sonntag auf jeden Fall. Sonntag auf jeden Fall ein Opening. Ja, in dem Sinne, bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende. Euer Marcel. Ciao, ciao.